Finaltag bei den Tennisprofis von morgen. Die Endspiele der Berliner Meisterschaftsrunden in den Altersklassen U10 und U12 standen auf dem Programm und so wurde Tennis satt geboten. Bereits am frühen Morgen duellierten sich der BFC Alemannia 1890 und der LTTC Rot-Weiß Berlin in Reinickendorf in der Altersklasse U12. Für den gastgebenden Verein, den BFC Alemannia, stellte der Einzug ins Finale etwas ganz Besonderes dar. Sehr wichtig für uns ist das erste Mal, dass wir sind im Finale und für den Club eine sehr wichtige Gelegenheit, dass wir zeigen, unsere Arbeit ist ein lange Jahre im Verein. In jeweils 4 Einzel- und 2 Doppelmatches wurden Ballwechsel vom Feinsten geboten und die Jungprofis schenkten sich auf den Courts nichts. Am Ende setzten sich nach einem spannenden Tennisvormittag die Hausherren aus Reinickendorf mit 4:2 nach Spielen durch. Für die Kinder ein ganz besonderer Moment. Naja, für so einen kleinen Verein ist es ja schon nicht so schlecht. Und ich fand's cool, dass wir gewonnen haben zum ersten Mal. Man kann es mit Glück sagen, einfach, ja, wir sind Berliner Meister und dann kann man noch ein bisschen angeben. Aber nicht nur in Reinickendorf flogen die Tennisbälle, sondern auch im Grunewald. Denn hier standen sich der TC Grunewald und der TC Viktoria Pankow in der Altersklasse U10 gegenüber. Und besonders in dieser Altersklasse zeigte sich, wie wichtig die Vereine für die Entwicklung der jungen Tennisverrückten sind. Ja, für die Entwicklung der Kinder sind generell Punktspiele, Turniere unglaublich wichtig. Je mehr die Kinder spielen, desto besser. Und für die Kinder ist natürlich so ein Finale nochmal ein ganz besonderer Charakter, hat einen ganz besonderen Charakter. Die Kinder haben die ganze Saison hart gearbeitet, haben viele Matches gespielt und sind jetzt hier verdient im Finale. Alle sind natürlich super nervös und freuen sich dann hier heute das Finale spielen zu können. Nach knapp 4 Stunden hieß es auch hier, Game, Set und Match für die Hausherren. Zwar konnten die Pankow aus Berlins hohem Norden in den Doppelmatches noch einmal kräftig aufholen, doch am Ende setzten sich die Spieler vom TC Grunewald mit 4:2 nach Spielen durch. Also es ist richtig cool, dass man jetzt gewonnen hat und es ist ganz Tolles für mich. Ja, und ich fühle mich auch sehr cool. Und auch für den TC Grunewald stellte der Gewinn der Berliner Meisterschaft die Krönung einer langen und nervenaufreibenden Saison dar. Also der heutige Tag war der krönende Abschluss von einer langen Saison, in der ganz, ganz viel Arbeit reingeflossen ist in die Kinder, die hier heute wunderbare Matches geliefert haben. Und ich freue mich, dass wir so spannende Matches hatten, dass wir so tolle Gegner hatten. Die Gäste waren sehr, sehr nett auch. Es war ein faires Spiel, was hier gezeigt wurde. Und ich glaube, alle hatten Spaß. Man darf also gespannt sein, wie sich die jungen Tennisverrückten in den nächsten Jahren entwickeln. Und vielleicht war am Finaltag der Berliner Meisterschaften auch eine zukünftige deutsche Hoffnung im Tennis dabei.